Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Nicht schlecht. Die lustigen Einlagen gefallen mir. Ja, schön, euch wieder bei einer neuen Folge willkommen heißen zu dürfen. Wir sind immer noch in der Haut von Ivy. Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Vorsichtig. Und ich habe Ivy mal Adlerauge 2 zugelegt als Fähigkeit. Tschüss, Frederick, so heißt er mit Vornamen, der gute Herr. Einen hochgelegenen Ort erreichen sollen wir in diesem Gebiet. Und wir können jetzt natürlich auch nochmal den Charakter wechseln. Und das werde ich jetzt auch mal machen, auch wenn es ein bisschen den Spielfluss vielleicht stört. Aber ich habe da noch was vor. Wir wechseln jetzt mal ganz kurz zum guten Jakob, der dann auch hier steht, der gute Jakob. Mach mal Platz, Ivy. Denn der hat 7 verfügbare Fähigkeiten und die will ich jetzt ganz kurz mal scalen. Und das können wir hier ganz gut im Optionsmenü machen. Nein, da bin ich natürlich wieder falsch. Man verklickt sich gerne mal. Das werde ich auch nie lernen, wirklich. Weil der hat ja noch gar nicht alle Fähigkeiten hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Anführer hat er im Besitz, aber Adlerauge 2 sollte ebenfalls er auch haben. Das habe ich jetzt der Ivy auch gekauft und ich denke, das ist sehr praktisch, weil damit kann man durch Wände sehen. Und da er ein Hau drauf ist, habe ich mir überlegt, wenn wir vor allem Kampfmissionen machen, machen wir die hier mit ihm, ein bisschen die Haudegen-Mission und natürlich diese Schleichmission dann möglichst mit Ivy, wenn wir dann wechseln können. Ich weiß auch gar nicht, ob man vielleicht sogar in einer Mission wechseln kann, will ich aber mal bezweifeln. Unaufhaltsam. Ja, und ich werde dann bald auch auf euer Feedback natürlich eingehen können, dauert aber noch ein bisschen, weil ich ja immer ein bisschen vorspiele und dann werde ich vielleicht auch einen Charakter wählen, mit dem wir hauptsächlich spielen. Das hatte ich euch ja in der letzten Folge gefragt. So, ich will jetzt aber auch gar nicht hier irgendwie lange um den heißen Brei reden, sondern hier einfach mal schauen. Beute-Takedown lohnt sich nur bedingt, aber Schlösser knacken ist nicht verkehrt. Sollten wir vielleicht aber der Ivy kaufen, verfügbar, unaufhaltsam. Ich glaube, das brauchen wir beide, ne? Weil wenigstens Schlösser knacken 1, also... So, hat nur 2 Punkte gekostet. Und dann gehen wir jetzt mal. Sie haben ein neues Level erreicht, Level 2. Und die Mission ist sowieso empfohlen für Level 2. Insofern passt das ganz gut. Und jetzt könnten wir theoretisch sogar noch weitere Sachen kaufen. Ah, das würde allerdings auch 2 Punkte direkt mal bedeuten. Reduziert den erlittenen Nahkampfschaden ist natürlich auch nicht schlecht. Aber Gesundheitsbooster, wo ein weiteres Lebensfeld, kann man natürlich auch mal machen. Oh, jetzt ist dann der Jakob aber wesentlich besser. Gut, ich wollte die Mission allerdings mit der Ivy machen, habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Deswegen gehe ich gerade nochmal auf den Charakterwechsel. Sorry für die Umstände. Und hier haben wir jetzt weitere Fähigkeitspunkte, die wir investieren können. Noch genauer gesagt 3. Die hebe ich mir auch mal eben auf. Und hier machen wir auch mal Schlösser knacken. Das sollte jeder Charakter können eigentlich. Weil manchmal ist es echt ärgerlich. Dann steht es vor so einem geilen Schloss und kannst dir den Kram nicht holen. So, und somit ist jetzt natürlich auch Ivy Level 2. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, teilen die sich die Punkte hier, diese Fähigkeitspunkte? Das habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst, aber das werde ich in Kürze dann erfahren. So, und sie sollte Einschüchterung. Gefangen genommene Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Erstmal wirklich egal. Ihre Schleichbewertung verbessert sich um 7. Das ist natürlich praktisch, weil sie ist ja eher die Schleicherin. Also kaufen wir ihr Schleichen. So, und jetzt haben wir mit ihr nur noch 0 Punkte. Aber nur, um es mal zu testen, ich weiß, es ist langweilig, hätte ich auch um aufchecken können. Aber so seht ihr es auch selber mal, um zu wissen, wie es denn läuft. Genau, jetzt haben wir nämlich mit ihm auch noch 2 Punkte über. Das heißt, sie kriegen beide Punkte. Wir können beide Charaktere steigern. Das heißt, wir können auch in Ruhe wechseln, ohne dass wir einem Charakter dann die Punkte wegnehmen würden. So, und jetzt aber nochmal zu Ivy. Und jetzt geht's weiter mit Ivy.
Die nächste Mission probieren wir dann wahrscheinlich mal mit dem guten Jacob zu lösen und dann ein bisschen wechseln und dann schaue ich, wie gesagt, wie euer Feedback so verlaufen ist, um dann mich für einen Charakter, den ich hauptsächlich dann spiele, zu entscheiden. Aber vielleicht wechseln wir auch die ganze Zeit durch. Können wir mal schauen. So, bleibt das Territorium. Das riecht nach einem Attentat. Gefangen nehmen! Drücken Sie Kreis, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Alles klar, bewegen Sie sich schneller mit R2, fällt es Ihren Gegner leichter, sie zu entdecken. Man sollte also möglichst langsam vorgehen. Drücken Sie Kreis, um eine gefangen genommene Person eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Okay, damit wir da entkommen können. Kopfgeldjagd. So, analysieren wir das Gebiet. Humor Dalton, Vorteil. Der Abschluss dieser Herausforderung nimmt zusätzliches Geld und EP, Ziel, Leben zurückbringen. Den sollen wir also gefangen nehmen, den Kandidaten in Humor. Erstmal einen kleinen Todessprung hier, den Heuhaufen. Ich bin immer wieder begeistert, wie das hier aussieht mit der ganzen Stadt und so. Okay, jetzt können wir ihn eben mal um die Ecke bringen. Stört ja nur. Ihr habt nichts gesehen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache meine übliche Runde. Die Miete ist fällig. Verpiss dich! Nichts da, ich verpiss mich nirgendwohin. Geh einfach. Ui! Halt die Klappe. Siehst du die Klinge? Nimm deine Hände weg! Hör auf, die Leute so auszunehmen und dann können wir reden. K-Log wird davon erfahren, was du hier veranstaltet hast. Und du wirst nicht... Oh! Versuch doch, mich zu kriegen! Hilfe! Schaff mir diese Furie! Boah, ich schnapp mir den über den Typen hier. Fuck! Okay, ich glaube, ich muss erstmal den Kampf absolvieren. Du musst mal rettet mich schreien können, geschweige denn K-Log informieren. Autsch! Kommt her, ihr Bastarde! Ich zeige euch, was mit eurem Schlagstock geht hier. Patsch! Und du kriegst auch noch was auf dem Deckel, du kleiner Furzkopf! Ja! So, und jetzt kommst du mal her. Du wolltest dich gerade losreißen. Du wirst Probleme kriegen, und zwar nicht nur mit mir, wenn du so weitermachst, du kleiner Stümper. So, da vorne muss er abgeliefert werden. Ab und zu muss man ihn zurechtweisen, diesen Drecksack. Unter Kontrolle bringen. Verhalte dich ganz normal. Ah ja, will da irgendwas machen. So, und den werfen wir jetzt in die geschlossene Kutsche. Haben wir ja gelernt. Was wollen wir da mal machen? Aber wollt ihr uns doch in das Licht führen, der kleine Kauz hier. Rein mit dir, du Drecksack. Hilfe! Hilfe! So, ich hoffe, die ist versperrt, sonst haut er mich aus dem Fenster ab. Dann geben wir mal Gas. Ich wette, das könnte doch für Überraschungen sorgen. Entschuldigung. Ja, ich wäre schön, wenn Sie mal ein bisschen warten könnten. Ich habe hier was zu tun. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt die Zivilisten mitnehmen. Das sind ja auch nur Menschen. Virtuelle. Was das bedeutet, könnt ihr in meinem kleinen GTA-Kurzfilm Ein Herz für virtuelle Menschen sehen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, einfach mal eingeben. Ein Herz für virtuelle Menschen. Er ist ein wenig spaßig gemeint. Wenn man das mal aus einer iRobot-Perspektive sehen würde. Oh, 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 oh. Oh, Entschuldigung. Ah. So, das hätten wir. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist. Danke. Och, das habe ich doch gerne gemacht. Das war die schöne Kopfgeldjagd. Und da hätten wir, ja, für Frederick Everline hätten wir was Gutes getan. Und die nächste Belohnung wäre ein 1856er Revolver? Das war ganz cool, hat mir gut gefallen, bewerte ich mit 4 Sternen. Und jetzt haben wir ja schon wieder ein weiteres Gebiet freigeschaltet. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. So, und jetzt werde ich nochmal wieder den Charakter wechseln, um wie gesagt, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber keine Sorge, nicht skillen. Ich wollte euch dann da doch mitnehmen, aber vielleicht mache ich das mit dem Skillen auch im Off. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder eher langweilt. Weil ich will natürlich auch nicht so unbedingt den Story- und Spielfluss treiben, sondern euch immer gerne was zeigen, worauf was geht und nicht ewig tausend Jahre so irgendwas suchen und feststellen. Das kann ja manchmal ein bisschen ätzend sein. Es sei denn, es ist lustig. Dann geht's.
Ja, und vielleicht gefällt es euch ja auch so, so ein Wechsel. Wie gesagt, alles in die Kommentare, ich probiere immer zu lesen. Ich kann nicht jeden Kommentar beantworten, aber ich werfe da eigentlich immer einen Blick drauf und freue mich natürlich auch, wenn ihr eifrig mitmacht. Überhaupt auf allen Plattformen wie Twitter. Gut, Instagram ist jetzt hier für Assassin's Creed nicht so atemberaubend, aber da gibt es auch viele lustige Sachen. Ich sag es nicht nochmal. Und mittlerweile habe ich ja sogar einen Soundcloud-Account. Wer weiß, was da noch gehen könnte. Vielleicht was mit Musik oder so. Kann ja sein. Jetzt gerade hier diese schönen Töne reinpfeifen. Bishop's Gate. So, eigentlich können wir noch, vielleicht gehen wir sogar noch die nächste Mission an. Ich weiß natürlich nicht, wie lange sie dauern wird. Die Suche nach dem Straßenkind. Boah, könnte man mal machen, ne? Ach so. Ich Harry. Sollte ich mir natürlich auch ordentlich markieren. Ist manchmal ein bisschen tricky, das Menü, finde ich. Und ich glaube, dafür sollten wir uns eine Kutsche organisieren hier irgendwo. Vielleicht sollten wir uns einfach diese stehlen. Entschuldigung. Entschuldigung. Aua. Ich glaube, der hat was gewittert. Aber der hat eine schöne Kiste da. Vielleicht... Du, ich hätte gerne deine Kutsche, wenn ihr nichts ausmacht. Nee, also... Ich wollte erst mit dir reden, aber wenn das nicht hilft, dann schnappe ich mir sie einfach. Tschüsschen. Fast and the Furious, London Drive. So ist's recht. Tokyo Drift, London Drift. Fast and the Furious. 1868. Die sind aber nicht gerade flott unterwegs. Und da überholen wir doch mal rechts, auch wenn man es in England ja links machen müsste. Nee, das ist ja alles verdreht, der ganze Straßenverkehr. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Kutschen damals war. Da hatten die ja sicherlich auch irgendwelche Verkehrsregeln, wobei die ja so richtig erst mit den Automobilen aufkamen. Ruhig, Mädchen. Die ja eigentlich ein paar Jahre später nach dieser Zeit und die ja dann irgendwann natürlich spätestens mit Ford salonfähig wurden, als er die Serienproduktion erfunden hat. Der gute Henry Ford. Ach guck mal, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Das ist natürlich super. Hab mich auf die andere Seite geschlawenzelt. Aber weißt du was? Lassen wir die doch mal hier stehen und klettern da mal runter in den Graben, weil wir sind ja immer noch auch auf Erkundungstour zwischendurch. Denn diese Stadt sieht ja wohl wunderbar aus, da freue ich mich. So, runter bitteschön. Uppie. Ach, schöne Rolle, schöne Rolle. Ich finde toll, wie er das macht, der gute Jakob. Liebe Grüße, wenn du zufälligerweise Jakob heißt. Könnte ja sein, es gibt mit Sicherheit ein paar Jakobs. Wahrscheinlich weniger Ivys als Jakobs in der Community. Wie praktisch. Überall treiben sich unsere Freunde rum. Hey! Sollen wir die mal mitnehmen eigentlich für so einen Auftrag? Weil wir sind jetzt mit Jacob unterwegs. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin da. Ich war gestern mit meinem Jungen im Tower von London. Eines der größten Wunder des Empires. Und es kostet nur ein paar Pence. Sich den anzuschauen. Wahrscheinlich hatten sie da auch ein Business gemacht. Tower von London ja damals auch das fieseste Gefängnis mitunter. Also nicht das fieseste. Eigentlich am Anfang, glaube ich, sogar für Adelige, wenn ich mich nicht irre. Aber irgendwann dann halt auch nicht mehr so ein schönes Gefängnis. Oh, die Suche nach dem Straßenkind. So sieht es also aus. Jacob und Ivy suchen nach der schwer auffindbaren Clara O'Dea. Wo sie sich wohl aufhält? Clara, wo auch immer du bist. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon, Ellie. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Unser Geld kriegen wir wohl nicht wieder, dass die uns mal gestohlen haben damals. Vor wenigen Folgen, vielleicht habt ihr sie ja gesehen. Die Schlingel. Einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten, sehr praktisch, überaus praktisch, ganz toll.
Ja, der Mr. Fry, das sind wir, ja. Schön, euch kennenzulernen. So, am besten wieder nach ganz oben gehen. Das bietet sich an, weil man sich da immer einen super Überblick verschaffen kann. Ja, alten Assassinen, wisst ihr? Ach so, nee, wir müssen noch da vorne. Schade, ich dachte, wir könnten uns irgendwie von ganz oben irgendwas anschauen. Whitechapel Sawmill. Sawmill, das Sägewerk. Da hinten sind die Alter Schwede, das sind ja überall Kinder. Sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. Der Anführer. Anführer sind wichtige Figuren in jedem Plan und sind stärker als andere Gegner. Wenn sie mit einem Schleichkill getötet werden, bekommen Gegner in der Nähe Angst und fliehen aus dem Gebiet. Strategie: Den Anführer eines Gebiets mit einem Schleichkill töten, um Gegner in der Nähe in Angst zu versetzen. Den Vorarbeiter töten, alle Kinder befreien, keinen Alarm auslösen. Wäre jetzt eigentlich eher eine Ivy-Mission, aber wir kriegen das sicherlich auch mit unserem Jakob hin. Müssen natürlich vielleicht nicht den Vordereingang nehmen. Aber ich wette, so wie ich dieses Spiel kenne, gibt es auch einen Hintereingang. Und der befindet sich wahrscheinlich irgendwo da hinten. Also Adlerauge hat sich schon gelohnt, was wir ja gekauft haben mit diesem durch die Wände sehen können. Das bietet sich wirklich an, ganz klar. Ups. Interessantes Manöver. Ich wollte mir mal das Holz genauer gerade anschauen. So, ich dachte, wir klettern hier hoch, aber irgendwie... Hallo? Ich muss da hochkommen. Das kann aber nicht angehen. Dann klettern wir halt hier hoch. Mensch. Ich dachte, an der Kante könnte der hochklettern. Ich dachte, er wäre fideler, als er aussieht. Ja, das sind normale Arbeiter. Weniger plappern und mehr arbeiten. Die tun uns nichts. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. So, und jetzt auch möglichst keinen Alarm auslösen. Da vorne mache ich auch ein Zettelchen aus. Und hier ist auch noch eine Kiste. You blatant thief! Seht ihr ihn? Hier sieht uns niemand, denke ich mal. Also erstmal hier das Zeug rausholen. Danke. Scheiße. Warum Hilfe? Leute, diese Männer sind Schweine. Männer sind Schweine. Sehr schön. Ah, Helix-Glitches sind das, alles klar. Die Helix kennen wir ja noch. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. Siehst du den? Shit, das war nicht gut. Kam ich eine Sekunde zu spät voran. Boah, wie er die Frau verprügelt. Unverschämt. So, und einmal in Deckung jetzt. Weil der Typ hat uns noch nicht gesehen. Und der Alarm wurde auch nicht ausgelöst. Wo ist denn der gute Alarm? Weil wenn ich alle in Angst und Schrecken versetze, könnte ich mir auch vorstellen. So, da sind die Kids, die ich befreien kann. Ich gehe mal lieber hier hinter. Der Vorarbeiter ist tot. Liebe Kinder. Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen. Aber gerne doch. Oh, die armen Kinder. Das ist schon krass damals mit der Kinderarbeit. Und heute natürlich auch in vielen armen Ländern, Bangladesch und Co. Da gibt es so eine krasse Doku, so im Triptychon über die Prostituierten. Horse Glory heißt die. Ist gar nicht mehr, gibt's glaube ich bei Netflix. Ohne dafür, dass ich jetzt ein Product Placement dafür bekommen habe. Kann man auch mal so erwähnen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir es am besten machen. Vielleicht so? Komm, wir probieren's. So, und jetzt erstmal hier das Ding abhängen. Wenn der Typ sich gerade umdreht, er ist gerade umgedreht. Das bedeutet, diese sabotieren wir schnell. Und jetzt bist du dran. Alter, wie viel Freddy kriegt er auf die Fresse, bitteschön? Ja, den Schlag kann ich noch öfter durchführen. Habe ich beim Jiu-Jitsu gelernt. Bam, immer schön mit dem Ellenbogen rein, so wie beim Muay Thai. So, das war's jetzt aber für ihn. Hat er gar keine Chance gehabt. So, der kriegt genauso was auf die Nase hier. Queensbury-Regeln. Wahrscheinlich 40 Hits nacheinander. Ja, wird's schon im Boxkampf ähnlich. Ich weiß gar nicht, wann offiziell dieser typische Boxsport, wie wir ihn heute kennen, erfunden wurde.
Wahrscheinlich schon in der Antike natürlich, aber... Achso, er ist noch gar nicht tot. Alter. Du bist ja auch bescheuert. So. Steh jetzt. Vielen Dank, Sir. Ja, ihr müsst nichts mehr tun, Kinder. So, jetzt müssen wir noch einmal nach oben allerdings wieder. Den haben wir schön auf das Näschen gegeben. Und den Anführer haben wir auch erledigt. Wir konnten jetzt natürlich nicht sehen, wie die anderen vor Angst und Schrecken fliehen, weil die haben wir ja gar nicht aufgeschreckt gehabt. Den Anführer haben wir eher im Hintergrund eliminiert. So, und da oben scheinen noch weitere Kids zu sein. Ist noch auf dieser Ebene. Ach, da war ich doch. Die sind noch gar nicht hier. Wo sind die denn dahinter? Unten an der Treppe? Da draußen, oder was? Nee. Glaube ich nicht. Ach, hier wäre noch der andere Eingang gewesen. Waren hier ganz unten dann? Hm, wahrscheinlich bin ich dann hier falsch. Oder auf so einer Zwischenebene noch, die ich vielleicht übersehen habe. Hey du! Da hinten ein Vöglein! Da hinten sind sie doch, die Kleinen. Die Kids. So, bevor ich die jetzt hole und die Mission abschließe, schaue ich nochmal gerade, was in dieser schönen Kiste sich denn befinde. Ja, gönnen wir uns! Metallchemikalien. Mhm. Metall brauchen wir wahrscheinlich wieder, um die Siedlung auszubauen. Was mir ein bisschen fehlen wird, ist das Seefahren. Ganz ehrlich, ich mag das ja irgendwie. Und auch wenn das viele kritisiert haben, gehört es für mich mittlerweile zu Assassin's Creed dazu. Ganz ruhig. Alles wird gut. Das war sehr nett. Kinderbefreiung abgeschlossen. Und da wird sie sich freuen, die gute Clara. Und hoffentlich uns ihre Loyalität beweisen. Ansonsten wieder eine coole Folge. 2 Missionen haben wir absolviert in der Haut von Jacob und Ivy. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Das waren wieder coole Aktivitäten. Auch wenn es jetzt natürlich hoffentlich wieder mit einer richtig geilen Zwischensequenz, imposanten Storylines und so weiter geht, waren das ja eher so Hauptnebenmissionen, will ich die mal nennen. Weil ich glaube, dieses Gebiet mussten wir erobern. Und wir werden sicherlich auch noch ein paar weitere erobern. Ob wir alles erobern werden, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge gemeinsam mit euch. Wir sehen uns. Tschüss.